Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Guli ist wieder auf den Beinen, bewegt sich sehr, sehr langsam. Er holt sich von der Lebensmittelvergiftung. Bewegen kaum. Wegen Rückenschmerzen. Minus 30%, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also der soll mal auf die Toilette gehen. Danach Hände waschen, sehr gut. Und jetzt ruht er sich aus, alles klar. Also ich denke, Guli wird früher oder später... Ah, jetzt geht's ihm wieder ein bisschen besser. Jetzt ist Bewegen bei 60%. Okay, also. Den kriegen wir schon wieder hoch. Und Guli ist so ein Kandidat, der auf jeden Fall mal irgendwie so ein Implantat vielleicht bekommt gegen Alzheimer, sofern es das gibt. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, wir müssen eine kleine Schlachterei bauen. Denn selbstverständlich ist das hier nicht so ideal, dass wir in der Küche schlachten. Das sorgt für Lebensmittelprobleme, also für Verschmutzung und so. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal... Und das können wir... Ja, das machen wir jetzt direkt. Können wir hier einfach so ein bisschen abtrennen. So, dann haben wir hier eine Schlachterei, die halt eben nicht mehr den ganzen Raum verschmutzt. Automatiktüren wären eigentlich bald mal nötig. Wir machen gerade die Terrarehabilitation, danach hätte ich gerne die Automatiktüren. Wenn ich sie finde... Ah, da, automatische Türen. Und danach hätte ich gerne Schusswaffen. Das heißt, da gehen wir hier über die Mechanik zu den Repetiergewehren. Also die Mechanik, danach dann die Waffenschmiede. Okay, weiter geht's. Wir haben nur noch 7000 Tonnen Fäkalabfall. Nach Guli muss ich seine Waffe noch wiederholen. Wenn der gleich wach ist, machen wir das mal direkt. Da liegt sein exzellenter Langbogen. Und den werden wir wahrscheinlich nicht mehr als Jäger einsetzen. Das Jagen werde ich bei ihm ausschalten. Obwohl, er ist der Einzige, ne? Bin ich gerade blind? Da. Nee, ist gar nicht der Einzige. Aber wir machen das aus. So, Guli schläft auf jeden Fall durch. Das ist schon mal schön. Die Temperatur in der Kältekammer stimmt. Genau wie hier. Guli ist jetzt wach. Benutzt gerade die Latrine. Das lasse ich auf jeden Fall geschehen. Jetzt will er eine einfache Mahlzeit essen. Auch das warten wir noch ab. So, und jetzt rüstet er seinen Bogen aus. Ah, halt, Moment. Haha, wir haben eine zweite Schrotflinte. Wo ist denn die? Ah, ne, ist die Schrotflinte. Entschuldigung. Ist gar kein Repetiergewehr. Schrotflinte wird verkauft. So. Ja, die beiden Nashörner stören mich. Und der Warg, der hier rumläuft, stört mich. Und hier oben sind noch mehr Nashörner. Aber zunächst einmal, wo ist der Warg? Oder ist er schon weitergezogen? Okay, der Warg ist definitiv nicht mehr hier. Ah, da. Da läuft er rum. Okay, dann holen wir uns den jetzt zuerst. Moment, was ist mit Maxidom noch los? Bis was? Ah, genau, der hat ja von den Kasuaren, die in der letzten Folge abgelaufen sind,
noch was abbekommen. Das heißt, da müssen wir noch einen kleinen Aufhol kommen. Das ist in Ordnung so. Kümmern uns jetzt hier um den Wag, bevor der sich um uns kümmert. Das ging schnell. Dann können wir uns eigentlich auch um dieses Nashorn kümmern. Tja. Er ist er weg. Jetzt müssen wir hinterher. Okay. Dann hätten wir eins schon mal erledigt. Das soll erstmal reichen. Das zweite. Ja, die kommen gerade alle hier runter. Naja, gut, okay. Jetzt ist das auch nicht mehr schlimm, wenn wir zu viele Tiere jagen, denn jetzt wird das Fleisch hier erstmal nicht mehr schlecht. Das Fleisch ist schön, da kann sich hier unser Trooper dran bedienen, der Husky, den wir haben. Die Lampen sind alle fertig gebaut, überall ist Licht. Also eigentlich läuft es gerade ganz gut. Wir können jetzt den Nähtisch als nächstes austauschen, denn der steht hier halt noch rum und muss entsprechend aktualisiert werden. Ich ziehe hier an dieser Stelle mal eine Wand ein. 1, 2, 3, leer, 1, 2, 1, 1, 2, 3, leer, leer, 1, 2, 3. Ja, so ist schon okay. Möchte hier noch so ein paar Tische auf diese Art und Weise ranstellen, wenn man das so ein bisschen schön abgetrennt hat. So, also Nähtisch, bauen wir erstmal den neuen, dann kann ich die Aufträge nämlich kopieren. Produktion. Nee, Maschine elektrisch. Wir wissen noch. Oder vielleicht wissen wir noch. Ich denke, wir wissen noch. Dass die Arbeitsgeschwindigkeit bei diesem hier nur 35% ist. Da, 35. Und ungünstige Temperatur sehe ich gerade. Was ist, wieso ist denn ungünstige Temperatur? Ah, wir haben nur 7 Grad. Wir müssen langsam über Heizkörper nachdenken, tatsächlich. Die ziehen natürlich auch wieder ordentlich Energie. Aber so ist das halt. Verzeiht bitte. So. Da ist sie. Die elektrische Nähmaschine. Die hat jetzt einen anderen Wert. 70%. Ist zwar auch ungünstige Temperatur, aber mit vernünftiger Temperatur kommen wir hier, denke ich, auf 100%. Von daher ist dieses Ding hier. Hat jetzt ausgedient. So, Staubmantel. Einfügen. Hemd. Einfügen. Hose. Einfügen. Cowboyhut. Einfügen. Abreißen. Und den stellen wir schon mal hier hin. Da kommt mich mit Sicherheit bald nochmal ein neuer Tisch hin. Und dann kommt noch eine Stromleitung dadurch. Und eine Lampe zum Arbeiten. Über den Arbeitstisch. Und hier kommt später auch noch wieder ein Tischchen hin, also keine Frage. Und diese zwei Felder hier in der Mitte sind eigentlich cool, weil da können wir dann, haben wir wahrscheinlich noch nicht einen Werkzeugtisch hinstellen. Ah, Werkzeugschrank haben wir sogar schon. Dann kommt der direkt hierher. Der verbessert nämlich die Arbeitsgeschwindigkeit noch bei umliegenden Produktionstischen, also Werkzeugtischen, Werkbänken. So, die Feuerschmiede muss auch noch ausgetauscht werden gegen eine elektrische. Allerdings machen wir an der Schmiede noch nicht viel. Alles, was wir hier jetzt mal gemacht haben, ist momentan eh ausgesetzt. Die haben alle einen Helm. Wir brauchen im Moment keine Bögen und so. Deswegen würde ich sagen, ach komm, nee, wir bauen das Ding, aber wir schalten es dann wahrscheinlich erstmal aus. Produktion, Schmiede elektrisch. Komm, ich stelle die direkt dahin. Dann haben wir auch alles für da.
Flüchtling gejagt bei Wolfshausen. So, ein gezüchteter Soldat namens Jupp kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird gejagt von Stammesmitgliedern der Fraktion Sippe der Xosby bei. Sie fleht um Hilfe. Sie ist 16 Jahre alt. Für mehr Informationen bleibt keine Zeit. So, das sind die Verfolger. 4 Bogenschützen. 1 Büßer, 3 Jäger, 2 Krieger. Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, warum ich diese Meldung ignoriere. So, und das Ding... dann kopieren wir mal den Helm, obwohl das eigentlich Blödsinn war. Na komm. Nee, da brauche ich nichts von kopieren. Das ist eigentlich wirklich Mumpitz. Wir stellen das Ding hin. Das verbraucht 210 Watt Strom, deswegen werden wir es jetzt erstmal ausschalten. Und das hier reißen wir ganz einfach ab, damit wir keinen weiteren Verbrauch von Feuerholz hier haben. So, Großhändler. Als Karawane. Karawane hat immer den Vorteil, da brauchen wir kein Funkfeuer, können wir alles handeln, was wir in der Kolonie so haben. Kutze hat eh nichts zu tun, das heißt, die kann direkt handeln. So. Jetzt können wir auch den Mais verkaufen, aber das könnten wir jetzt sowieso. Die haben aber nur 878 Silber dabei. Das heißt, wir gucken erstmal, haben sie Bauteile und die haben sie nicht. Was sehr enttäuschend ist. Und ich kann es auch gar nicht glauben. Nee, tatsächlich keine Bauteile. Och, wie schade. Ja gut, aber das Vogelleder geht weg, das Einfache, das Wolfsfell, Nashornleder. Das bleibt alles. Verkaufen noch ein bisschen was vom Stoff. Und haben die denn irgendwas, was wir haben wollen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Die haben aber auch wirklich gar nichts. Dann verkaufen wir einfach nur ein bisschen was für 595 Silber. Schade. Schade, schade. So, wir haben untätige Leute, das heißt, wir müssen auf jeden Fall was tun. Rationen haben wir inzwischen 69. Wir haben ja gesagt, wir gehen hoch bis 130 oder 120. Hier kommt später noch eine Brauerei hin, vielleicht ein zweiter Tisch oder so, also ein zweiter Kochtisch. Mal schauen. Feuer. Es regnet. Alles halb so wild. Kommen trotzdem löschen. Gut. So, wir müssen... Schon wieder Feuer, aber ich lasse es einfach mal laufen. Es wird schon gelöscht. Durch den Regen. Wir werden mal kurz hierher gehen. Jetzt gucke ich doch mal eben. Okay. Wir werden mal kurz hierher gehen und die Produktion der Steine ein bisschen erhöhen. Denn da haben wir definitiv zu wenig. Marmor und Schiefer machen wir. Gehen wir mal auf 900. Dann können wir nämlich ordentlich Wände bauen. Und wir haben noch ein bisschen Granit auch hier liegen. Den sollten wir dann natürlich auch verwenden. Händler exotischer Güter. Ein Schiff, das schauen wir uns auf jeden Fall an, sobald Kutzer wach ist. Und was mir nicht so gefällt, ist, glaube ich, diese Ungleichheit. Diese Asymmetrie kann ich nicht gut haben. Warum haben die eigentlich richtige Stühle hier? Naja gut, das ist eher so die Büroarbeit, ne? Großhändler. Jetzt haben wir 2 Schiffe, die wir anfunken müssen. Kurz ja einmal erst den exotischen Händler, denn der ist schneller wieder weg. Und da... Ach, guck mal, die haben Wargs. Das ist ja cool. Also Wargs sind als Kampftiere ganz hervorragend. Da haben wir Männchen und Weibchen. Das heißt, wir könnten eine eigene Wargzucht machen. Aber die fressen auch wie die Tiere. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kaufen erstmal die Bauteile. 11 Stück. So. Das machen wir auf jeden Fall. Wir verkaufen nichts, glaube ich. Nee, wir haben nicht wirklich was, womit wir hier gut handeln können. Wir können nur Geld ausgeben bei dem Händler. Jetzt schauen wir mal gerade. Powerkralle, Glücklichmacher, bionisches Ohr. Da haben wir gerade nichts dabei, womit wir Guli helfen können. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Hightech-Medizin hilft da auch nicht.
Ja, wisst ihr was? Wir kaufen nur die Bauteile. Und, tja, bei den Wags. Sollen wir was machen? Sollen wir 3 Wags kaufen? Ich mach's. Ich mach's. Wir haben 3 Wags. Die müssen alle Gehorsam lernen. Und die müssen alle Transport lernen. So. Das ist mal das eine. Dann kontaktieren wir direkt danach den Großhändler. Oh, gut, sie ist schon weit gekommen wieder. Denn da holen wir uns jetzt ein bisschen Geld durch den Verkauf von Mais. Wir haben nämlich definitiv zu viel Mais. Wir verkaufen mal... wir verkaufen das ganze Zeugs. Und dann haben wir hier noch 8000. Da tun wir auch nochmal 2000 weg. Dann haben wir 1800 Silber. Wir kaufen natürlich. Wir haben ein Husky-Weibchen. Dann kaufen wir noch ein Husky-Männchen dazu. Vielleicht das 5 Jahre alte Männchen lieber. Dann können wir auch da mit Nachwuchs rechnen. Und wir kaufen Bauteile. 19 Stück. So, 720 Silber bekommen wir. Damit haben wir wieder ein bisschen Geld. Aber wartet mal. Kurz ja bitte nochmal kontaktieren. Wir haben immer noch 6400 Mais. Und ich glaube, ich möchte lieber noch ein bisschen Geld haben. Weil wer weiß, wann wir die nächste Gelegenheit bekommen. So, 3000 Mais wird noch verkauft. So, ich sehe gerade hier auf die Felder. Wir sind im Winter, das heißt, mehr pflanzen wir momentan nicht an. Aber mit dem Mais kommen wir auf jeden Fall über den Winter. Ah, schaut mal. Oh, wie süß. Die beiden haben sich direkt, getroffen. Wir brauchen Platz für die Tiere. Ich werde die hier erstmal einlagern. In die Werkstatt. Da kriegen die jetzt Körbchen. Hundekörbchen unter Möbel. Da ist ein Tierschlafplatz. Und zwar für die Wags 1, 2, 3 und für die Huskies 1, 2 und dann noch auf Reserve 1, 2, 3 für künftige Kinder. Den Stoff haben wir dafür locker auf Vorrat. Und später werden die ein eigenes kleines Hütchen beziehungsweise Zimmerchen bekommen. Aber im Moment ist das alles, was wir tun können. So, wir sind im Winter. Die Temperaturen sind halt eben halt nicht mehr so gut. Jetzt gucke ich mal auf die Batterien. Wenn die alle voll sind, dann traue ich mich, Heizkörper zu bauen. Und zwar unter Temperaturheizung. Wir müssen jedes Zimmer heizen. Die Heizung kommt hier unten hin. Und hier unten. Und hier unten. Und hier unten. Das wäre Nummer 1. Also wir heizen hier jeweils mit einer Heizung beide Räume, denn da kommen jetzt noch Lüftungen rein, die den Temperaturausgleich machen. Das können wir so bei diesen Zimmern machen. Hier geht das leider nicht, weil hier haben wir auch keine Doppelzimmer. Das kommt später noch. Hier müssen wir also leider eine Heizung reinstellen. Und damit leben, dass wir die nicht sehr effizient benutzen können. Okay, dann haben wir diese Zimmer versorgt. Die Heizkörper brauchen immer so 80 Watt ungefähr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir müssen dann schon nochmal einen Blick auch auf den Strom haben. Hier brauchen wir natürlich auch eine Heizung. Wir brauchen auch hier eine Heizung. Hier brauchen wir eine Heizung. Weiß ich noch nicht mal, ob eine reicht. Hier brauchen wir eine Heizung und das war's. Das war's. Okay. Ja, die Tiere schlafen schon wunderbar auf ihren Plätzen. Igor, Dude und Taser. Und das Weibchen, das wir geholt haben. Das Männchen heißt Judai. Ja, das ist doch sehr schön. Okay. Liebe Leute, es geht vorwärts hier in der Kolonie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.